So, da sind wir auch schon bei der Qual der Wahl. Nämlich nehmen wir den Shadow Sky Skin oder nehmen wir den Ghost. Ich persönlich finde irgendwie den Ghost ein bisschen besser, liegt aber auch vielleicht daran, dass ich früher mal Zelda gespielt habe, wo ich noch ein ganz, ganz kleiner Junge war. Deshalb, ich nehme die Zelda-Variante. Da müssen wir bei Frenzy Farm hingehen. Und wenn wir die Shadow-Variante nehmen, dann müssen wir natürlich zu Weeping Woods. Wir werden aber zu Frenzy Farm gehen. Ich werde euch auch aber auf der Map nochmal zeigen, wie ihr den findet in der Shadow-Variante. Also keine Panik, ihr werdet beide Infos hier in dem Video bekommen. Wo werde ich das Ganze machen? Ich bin die ganze Zeit schon am Überlegen, aber ich denke mal, wir probieren es einfach mal in Gruppenkeile, weil auf Solo-Modus, da wird safe da drauf gegeiert. Auch die, die schon fertig sind mit dem Skin. Also da werden wir safe irgendwelche Gegner finden. Wie gesagt, wir machen die Ghost-Variante, aber ich werde euch auch verraten, wo die Shadow-Variante ist. Denn wir müssen einmal Frenzy Farm landen oder Weeping Woods. So, vielleicht kriegen wir sogar beides hin zu zeigen. Nicht nur meine Aufgabe, sondern halt auch eventuell die andere. Bei Weeping Woods, da sage ich aber schon direkt, das ist halt am Hauptgebäude. Und wenn ihr Weeping Woods auf der Map seht, da wo das ODS steht von Woods, genau da müsst ihr hin. Also Weeping Woods müsst ihr halt da landen. Da werdet ihr die Mütze finden. Wie gesagt, da wo ODS ist. Da müsst ihr dann hin, aber wir müssen hier vorne hin. So, jetzt hoffe ich mal, dass wir das auch ganz entspannt finden. Ich habe es mir natürlich bei anderen YouTubern und alles auch abgeguckt, um Gottes Willen. Ich bin ja nicht der Fuchs des Jahrtausends und suche die ganze Map danach ab. So, da unten müssen wir hin zu dem Baum. Jetzt hoffen wir halt nur, dass das auch funktioniert. Und wie gesagt, was die Skin-Verlosung und alles betrifft, ganz simpel erklärt. In meinen Livestreams mache ich Solo-Runden. Sollte ich da einen epischen Sieg kriegen, verlose ich halt an meine Mitglieder, die dann im Chat sind, einfach mal so ein Skin. Einfach mal so auf Ehre. Weil die. Oh, Lama. Ein Lami. Ach, ich bin definitiv schon mal nicht alleine. So, da ist das Mützchen. Aha, er spielt mit mir Fang. Ja, FPS-Drops sind wieder da. Wo ist sie jetzt hin? Ah, da hinten ist sie hingehüpft. Ah ja. Mach jetzt hier keinen Blödsinn mit mir. Hey! Vor allem diese FPS-Drops. Alles mal lustig gemacht. Ah, jetzt hab ich sie. So, wir sehen auch direkt schon, wie wir aussehen. Gut, von hinten. Was sehen wir von hinten? Eine grüne Hose, eine grüne Mütze. Das war's dann eigentlich schon. So, ich zergehe aber trotzdem noch ganz schnell mit euch zu Weeping Woods. Ich hoffe einfach, wir kommen dahin. So, dann zeige ich euch nämlich noch, wie ihr die Shadow-Variante kriegen könnt. Dürfte eigentlich kein Problem sein, da zu landen, weil die meisten werden sich eh umdrehen, rausgehen. Ich habe den Skin, Feierabend. Aber wir lassen uns natürlich auch gerne eines Besseren belehren. Deshalb kommen wir trotzdem noch ein bisschen Metz mit. Und noch ein bisschen Waffenloot. So, aber ist schon mal nice, dass wir das Ding gefunden haben. Aber diese FPS-Drops, ich verstehe es nicht, warum es nur in Aufnahmen ist. Sonst habe ich nirgends Probleme mit FPS, nur in Fortnite. Das ist echt eine Katastrophe. Ohne Quatsch. Da frage ich mich echt, was andere YouTuber oder so anders machen als ich. Weil am PC kann es eigentlich definitiv nicht liegen. Also, ich habe echt keine Ahnung, was da falsch läuft. Bis jetzt hat mir noch keiner helfen können. So, Weeping Woods ist natürlich eine gute Ecke noch weg. Aber, ne, Boote. Warte mal, Boote, 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 Boote. Ich wünsche das hier keinem, gell? Wenn einer so Fortnite spielen muss, dann verstehe ich, warum er dann irgendwann mal aufhört. So, Weeping Woods. Ach, da können wir doch ganz entspannt hin. So, weil ich will natürlich denen, die die Shadow machen, natürlich auch zeigen, wo sie hin müssen. Guck, da steht das an. 4 FPS hatte ich gerade. So, ja, da waren 7 FPS. So, ohne Quatsch, wer so spielen muss, der tut mir echt leid, ey. Ich weiß, ihr habt mit mir natürlich kein Mitleid.
Aber ich sag ja, da bringt auch ein 1400 Euro die Rechner nichts. Aber ich wette, da ist irgendwas einfach an den Einstellungen falsch. So, die andere Mütze werdet ihr nämlich hier finden. Genau in dem Bereich. Guck, ihr seht schon das Leuchten, da ist die Mütze dann zu finden. Also ganz entspannt. Ihr müsst halt dann genauso wie ich eben die Mütze da fangen. Ich denke mal, das müsste eigentlich auch jeder hinkriegen. Und wie gesagt, wenn ich dir damit schon helfen konnte, gern Like da lassen, Abo da lassen, gern auch noch einen Creator-Code eintragen. Und wir würden sagen, wir suchen jetzt erstmal noch ein bisschen Loot und machen vielleicht noch den einen oder anderen Kill. Vielleicht kriegen wir Level 163 noch auf ganz entspannt hin. Und dann muss ich dann erstmal gucken, was noch die Deadpool-Aufgaben sind, weil die will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Ich selbst weiß da noch gar nichts, nur irgendwie ohne Maske und keine Ahnung. Aber irgendwie wurde mir das auch im Battle Pass noch nicht angezeigt, dass ich das machen kann. Aber ich war auch selber noch nicht beim Deadpool drin, müssen wir halt dann einfach mal gucken. Ich habe aber noch keinen Deadpool gesehen ohne Maske, davon mal abgesehen. Also, ich weiß noch nicht mal, ob es nicht eventuell sogar einfach nur ein Leak ist, Gerücht. Aber wir lassen uns dann natürlich wie immer gerne überraschen. Wollen erstmal Dank an alle, die jetzt die ganze Zeit die Videos wirklich komplett durchgucken. Da sage ich wirklich, ihr seid die Ehrenmänner und ihr seid die, die natürlich hier alles möglich machen, was Skinverlosungen etc. betrifft. Also da kann ich echt immer wieder nur Danke, 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 Danke sagen. Auch danke an Moritz, an Simon und wie sie alle heißen, an Schleuderaffe, an Coco, der kleine OG auf meinem Kanal inzwischen, den gefühlt keiner beschlagen kann. So, aber natürlich auch an Zahnball, an Raptor und wer mir gerade alles nicht einfällt, Hans, Moonlight, ach Gott, Frontkin, Luca, oh Gott, jetzt darf ich keinen vergessen, ey. Also ich kann, an alle kann ich natürlich jetzt stecken. So, den Kill hol ich mir auch noch. Natürlich nicht, weil er ist Bob der Baumeister. Guck mal, er baut sich jetzt bestimmt erstmal noch mal 10 mal hoch. Aim ist da, nur nicht bei mir. Guck mal, er buggt über die Map, ich bugge über die Map. Hä? Weißt du überhaupt, was abgeht? Aha, Schild ist schon mal broken. Aber ich krieg ihn trotzdem nicht weggeholt. Er geht safe zum Boot. Und? Jetzt sehe ich ihn natürlich nicht mehr. Aber ich glaube, es ist ihm auch egal. Komisch, in Rette die Welt kriegt man keinen Kill, wenn der andere an der Zone stirbt, ne? Und was habe ich gesagt? Er geht safe zum Boot. Ne, doch nicht. Alter, das gibt's ja nicht. 13 Schuss haben wir noch. Natürlich. 5 HP wahrscheinlich. Ach ja. Aber ich sage, an dem Skin, ich weiß nicht, ich habe ihn auch nie wirklich gespielt. Aber an dem Skin kann ich irgendwie nichts toll. Oh, jetzt haben wir wieder die alte Variante. Aha. Der Skin funktioniert ja schon mal 1 plus mit Sternchen. Deine Munition. Ach, wer ballert denn da wie so ein Dulli, ey? Ja, wenn ich Munition habe, dann war es das mit euch, meine Freunde. Ich krieg den Headshot, aber natürlich nur einen. Nicht, dass er nochmal sterben könnte, in Anführungszeichen. Nee, 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 nee. Da haben wir die Aufgaben schon wieder geschafft. Ganz entspannt. Oh, 4 Schuss läuft bei mir. Schön nur die Munition. Nachladen muss ich auch noch. Keine Chance. Aber dann würde ich sagen, erstmal nochmal, wie gesagt, danke an alle, die jetzt supportet haben.
und immer am Supporten sind. Ich kann euch immer wieder nur Danke sagen. Ich bin jetzt erstmal raus, Aufgaben soweit geschafft. Muss nur gucken, was sonst noch so zu machen ist jetzt in Fortnite. Und dann würde ich sagen, haut rein.